Lucy Cat, Leute. Weirder Übergang, ganz weirder Übergang. Lucy Cat hat mir gestern auf Instagram geschrieben, vorgestern. Hat mir vorgestern auf Instagram geschrieben. Und Lucy Cat hat ein Problem. Bei Lucy Cat ist was vorgefallen, Leute. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir schauen uns die Tage nochmal eins von den Kinderinterview an, das mit Vaisel und mit Luciano. Lucy Cat hat mir gestern auf Instagram geschrieben. Da ist was vorgefallen, Leute. Lucy Cat hat ein Problem und wir können jetzt mal reingucken, was da passiert ist. Es ist tatsächlich eine krasse Geschichte. Es geht um Scam und sowas. All sowas. Ich hoffe, ihr seid ready. Eins in den Chat, wenn ihr ready seid, dafür, meine Freunde. Für die Leute, die Lucy Cat nicht kennen und die unter 18 sind, bitte sucht das nicht irgendwo im Internet. Dankeschön. Hallo, ja, herzlich willkommen auf meinem neuen YouTube-Kanal. Nummer eins ist, ich würde mich natürlich mega über ein Abo freuen. Also bevor wir jetzt starten, wäre es doch mal cool, wenn ihr einfach mal abonnieren drückt, damit ihr nichts mehr von mir auf jeden Fall. Ja, heute soll es ein bisschen Real Talk geben. Vivi, danke schön für den Gifted. Heute werde ich vielleicht ein bisschen was verraten, was dann los war, warum ich die Accounts nicht mehr besitze. Und da sind ja Fragen über Fragen. Ich habe so... Sehr clever, dass die eine Ledercouch hat. Die lässt sich einfach abwischen. Unendlich viele Nachrichten und Anrufe bekommen in den letzten Tagen. Ich glaube, es ist Zeit, es mal ein bisschen aufzuklären. Mhm. Und das werde ich... Ganz wichtig, Lucy Cat heißt jetzt Just Lucy, ja? Gleich tun. Ob das jetzt nur Beauty ist, weiß ich nicht. Ja, also, fangen wir mal ganz, ganz, ganz von vorne an. Also, ich habe ja 2014 begonnen, meine Karriere sozusagen zu starten. Damals hatte ich einen Geschäftspartner, das heißt, mit dem zusammen habe ich eine Firma gegründet und wir haben zusammen eigentlich alles gemanagt und gemacht. Ich war vor der Kamera, er etwas mehr hinter der Kamera und so war eben der Werdegang. Für die Leute, die es nicht wissen, sie dreht tatsächlich YouTube-Videos und ihr Manager hat quasi YouTube-Videos gefilmt. Ne? Dass wir das hier nur mal ganz kurz in den Kontext rücken, damit hier keine Missverständnisse aufbekommen. Und ich weiß immer noch, dass tatsächlich da noch auch ein Dreh offen steht, meine Freunde, mit dieser Frau, mit Lucy Cat tatsächlich. Da wird auf jeden Fall auch mal ein Video bestimmt folgen. Ich weiß jetzt auch nicht, warum jetzt hier alle ja, ja und klar in den Chat schreibt und ah ja, also beruhigt euch jetzt einfach mal, wir schauen weiter. Ja, das hat auch 5 Jahre super gut geklappt, bis letztes Jahr dann ein Ereignis eingetreten ist. Was genau, möchte ich jetzt in diesem Video hier nicht so genauer drauf eingehen, aber jedenfalls ist was vorgefallen und aus diesem Grund habe ich dann ja eigentlich mich dazu entschieden, mal darüber nachzudenken, ob das mit dieser Firma alles noch so Sinn macht oder nicht. Okay. Ja. Fakt war auf jeden Fall, dass ich mich da auch etwas unter Druck setzen lassen habe. Ich habe einen neuen Vertrag unterschrieben, quasi über die Firma, welche Rechte, welche Pflichten, wie auch immer, der schwierig. 3 Jahre gültig war oder ist. Und ja, dieser Vertrag, der hat mir eigentlich sehr, sehr viel Kopfschmerzen in den letzten 6 Monaten bereitet oder in den letzten halben, dreiviertel Jahr. Ich habe viel geweint, ich habe viel darüber nachgedacht, was meine Zukunft ist, wie ich mich sehe, wie ich mich weiterentwickeln möchte. Wieso schreibt ihr schon wieder Simp in den Chat? Was soll das? Was soll das, Leute? Hallo? Was soll das jetzt schon wieder? Das ist unangebracht. Ich möchte wissen, was geschäftlich bei Just Lucy vorgefallen ist. Und ihr braucht mir jetzt gar nicht dazu so zu kommen jetzt, Chat. Das kann... Also tut mir leid. Benehmt euch mal bitte. Habt mal ein bisschen Anstand. Was ich noch erreichen will. Und das hat irgendwie alles überhaupt gar nicht mehr zusammengepasst. Ich habe immer dazu gestanden, was ich mache und was ich tue, wo ich mich sehe. YouTube-Videos. Das hat eigentlich auch alles super funktioniert. Ich meine, ich habe mir in der Zeit, in den letzten 6 Jahren, unglaublich viele Follower aufgebaut, viel erreicht. Wie die Couch werde ich bald wiedersehen. Jetzt guckt doch einfach mal das Video. Hört mal auf mit euren zweideutigen, dummen Kommentaren hier. Und hört auf mit diesen komischen Donus hier. Sexy Lukas, das muss nicht sein. Danke dafür trotzdem. Vielleicht Awards bekommen, alles Mögliche. Aber irgendwie hatte ich dann das Gefühl, dass mein Geschäftspartner und ich uns irgendwie so ein bisschen gegeneinander entwickeln. Also es war dann irgendwann so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich nicht mehr die Marke bin, sondern dass eben viel von hinten bestimmt wird, was eigentlich gar nicht hätte nötig sein müssen, weil in der Marke geht es ja um mich, um Lucy Cat, also um meine Person. Und da kann es halt nicht sein, dass jemand aus dem Hintergrund einfach so viel Mitspracherecht hat. Weil das ist halt das Ding, sie ist ja die Marke. Leute, ihr müsst jetzt hier nicht jedes Kommentar von hinten und sowas. Digga, wie alt seid ihr denn? Also es reicht jetzt mal hier, wirklich. Es reicht jetzt mal. Also jetzt benehmt euch mal bitte. Der ganze Chat ist voller
Kappa-Emotes und von hinten und Simp, es reicht. Nee, das verstehe ich natürlich, dass wenn man sich halt da mit dem Geschäftspartner, sag ich mal, entzweit und es da irgendwie Probleme gibt und da irgendwie, keine Ahnung, irgendwer anders die Fäden zieht und man selber nicht mehr die Brand ist, weil sie macht ja den Content, welchen auch immer, dann würde ich mir da, ich würde mir da auch nichts diktieren lassen und irgendwem, keine Ahnung, von irgendwem halt, ja, irgendwas aufzwingen lassen, ne? Und also, Digga, dieser Chat ist nicht normal. Dieser Chat ist nicht normal heute, Digga. Das ist so unangenehm hier heute. Das ist ja so unangenehm. Und, da war ich einfach ziemlich traurig, weil ich das Gefühl hatte, dass es nicht mehr ich bin, diese Marke, sondern dass ich einfach nur noch eine Puppe bin, die von jedem... Irgendwie feiere ich es aber auch ein bisschen. ...jemandem irgendwo so die Fäden gezogen werden und dass da eben, ja, was passiert ist, was ich nicht mehr kontrollieren kann. So, von diesem Vertrag konnte ich natürlich auch nicht zurücktreten. 3 Jahre Gültigkeit. Für mich keine Möglichkeit, aus diesem Vertrag rauszukommen. Dieser Vertrag hat eben auch beinhaltet, dass alle Accounts, also Instagram, oh, Twitter, Scheiße. Facebook, YouTube, Pornhub, VisitX. Was für eine Seite war das jetzt? Affiliate Accounts, alles das hat dieser... Was waren, ich habe jetzt die eine Seite, habe ich jetzt gerade nicht gehört, weiß ich nicht. Da waren jetzt 2 Seiten, die jetzt nicht verstanden. Ja, Chat, ey, ich sag's immer, Visa. Hornhub, achso, das ist für Hirschgeweihe. Leute, ich sag's immer wieder, wenn ihr einen Vertrag unterschreibt, egal was für einen, lest ihn euch gut durch. Und vor allen Dingen, wenn ihr irgendwann mal in der... Scheiße. Wenn ihr irgendwann mal in der Situation seid, mit einem Geschäftspartner einen Vertrag einzugehen oder sowas, ey... Schaut immer, dass ihr eine Möglichkeit habt, sowas zu beenden und schaut immer, dass die nicht über x Jahre gehen. Man braucht natürlich eine gegenseitige Sicherheit, aber also halt, ne, dass halt die Accounts und sowas damit drin sind, das ist halt schon echt hart, ne? Sie muss sich jetzt halt alles von neu aufbauen quasi. Aber das Gute ist ja, sie ist halt die Brand. Das hab ich ihr gestern auch gesagt. So, sie ist ja die Brand. Sie kann sich ja alles selber aufbauen. Sie kann ja weiter neuen Content produzieren. Jetzt mag da jemand vielleicht einen Account mit 1 Million Follower haben, aber das ist ja nichts wert, weil irgendwann gibt es ja keine alten Bilder mehr. Und das ist das Gute. Sie wird sich da wieder rauskämpfen und sie wird da sicherlich wieder ihr eigenes Ding durchziehen. Dieser Vertrag beinhaltet. Nun ist es so, dass ich natürlich über Anwälte viel probiert habe. Ich habe probiert, mich mit dem Geschäftspartner zu einigen, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, dass er aussteigt, dass ich das weiter habe. Viel diskutiert und viel probiert. Aber mein Geschäftspartner ist darauf überhaupt nicht eingegangen. Scheiße, und dann blieb für mich eben am Ende nur noch die Kündigung. Das heißt, ich habe den Vertrag gekündigt und dementsprechend alle Rechte und so weiter an dieser Marke. Oh, was für eine Scheiße, abgegeben. Alter. Was ist jetzt passiert? Hallo? Ja, jetzt ist es nicht gerade ausgegangen, nein. Was ist jetzt passiert? Scheiße. Okay, ich hoffe, das Licht ist immer noch gut. Es ist scheißegal. Jetzt ich mal rein. Hat mal Lucy Kat den Strom abgestellt oder was? Einfach weiter, oder? Also es war eben so, dass diese Marke jetzt eben alles... beinhaltet, beziehungsweise dieser Vertrag eben alles beinhaltet hat. Das heißt, jeden Account, der gehörte eben dieser Firma. Hat sich der Barhocker verschoben? Nee, hat sich nicht. Und wenn man aus einer Firma austritt, ist es dann eben auch so, dass man ja dann damit auch eben alles abgibt. Das heißt, diese Accounts gehören meinem Geschäftspartner. Was darauf weiterhin passiert, kann ich euch zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Ich weiß nicht, was darauf passieren wird. Schwachsinnig, also wirklich dumm, Fakt schade. Ist, dass ich dort nicht mehr hinterstehe. Das heißt, es werden keine privaten Sachen mehr von mir dort geteilt werden. Vielleicht wird mein Geschäftspartner ein anderes Mädchen vielleicht suchen, was ich Lucy Kat nennen will und die Accounts weiter betreut. Ich kann es euch nicht sagen. Stell dir mal vor, da heißt jetzt einfach eine andere Lucy Kat und mach das da. Das ist wie gesagt nicht. Ich hoffe einfach nur, dass, ja... Man sieht mich in der Spiegel und ich bin nicht in diesem Raum. Frieden einkehrt, dass... vielleicht ja irgendwie meine Zukunft jetzt ein bisschen besser ist, weil ich eben jetzt alles selbst in der Hand habe, meine eigene Firma neu starte und quasi mich komplett reboote und einen neuen Namen auch annehme. Deshalb, der Name war natürlich auch patentrechtlich geschützt. Den habe ich damit auch abgegeben. Schade, Lucy Kat war wirklich ein sehr eingehender Name, aber Just Lucy ist auch nicht schlecht. Deshalb auch der neue Name Just Lucy. So, das ist eigentlich so die Kurzfassung. Es gibt noch eine ganz, ganz lange Version, die werde ich vielleicht auch irgendwann mal veröffentlichen. Das würde ich gerne wissen, was ist da Anfang passiert? Ist dafür noch nicht der richtige Zeitpunkt, also ich hoffe da auf euer Verständnis.
Habt ihr natürlich in den letzten Monaten sehr, sehr viel über mich und über das Geschäft und eigentlich alles Weitere natürlich viel gelernt. Ja. Und hoffe jetzt natürlich auf eine neue Zukunft. Also ich würde mich mega freuen, wenn ihr mal in die Infobox guckt, vielleicht alles abonniert, was ich so an neuen Social-Media-Accounts habe. Ihr mich weiterhin unterstützt. Ich bin euch unendlich dankbar. Ich hätte auch mit diesem ganzen Zuspruch von den ganzen Mädels und anderen Menschen aus der Branche überhaupt nicht gerechnet. Hat es mich umso mehr gefreut, aus der Branche so viele tolle Nachrichten zu bekommen, Mädels, die mich unterstützen. Ich habe mich gestern wirklich gewundert. Plötzlich schreibt mir Just Lucy auf Instagram mit 50.000 Abonnenten. Ich dachte so, hä? Sie schreibt nur so, Revi! Und dann hat sie mir so ein bisschen erzählt, was abgegangen ist und so. Ich werde mich natürlich dafür revanchieren. Also tausend Dank an alle, die mich unterstützen, die für mich da sind. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Nächsten Sonntag gibt es natürlich wieder vielleicht einen Vlog. Ich habe da schon ein paar Sachen vorgelegt, zum Glück. Aha. Keine Sorge, es wird auch neue sexy Videos von mir geben. Mehr dazu. Was macht sie? Habe ich nicht verstanden. Ich dachte, sie ist YouTuberin, oder? Sie ist doch YouTuberin, ne? Sie macht ja YouTube-Videos. Sie hat gesagt, Hexenvideos. Oder wie? Ja, wird wahrscheinlich so ein Vlog-Format-Ding sein, ne? Weiß ich jetzt nicht. Wird ihr auf jeden Fall auch auf meinen Insta-Account erfahren. Und dann würde ich... Alexi Bexi hat sie gesagt. Alexi Bexi-Videos macht sie. Okay, mit Alexi Bexi ein Video, da freue ich mich drauf. Da habe ich Bock drauf. Sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Abonnieren, nicht vergessen. Ja. Schreibt ein nettes Kommentar, wenn machen ihr die wir. Sache seht. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Hier haben wir Lucy sucht ein neues Auto, Mercedes AMG Probefahrt. Ich habe doch auch einen, Lucy, da brauchst du doch nicht. Also da müssen wir doch jetzt nicht. Ich sehe die Sache. Ich sehe die Sache so. Haben wir dann... Ja, so soll man dann schreiben, wie ich die Sache sehe. Nee, interessantes Video. Jetzt wisst ihr, was da vorgefallen ist. So halbwegs, ne? So ein Ding sieht's aus.